Herzlich willkommen zurück zu The Stranding. Das ist eigentlich zu gesungen und zu fröhlich gesungen, weil dann müsste man also so todesmarschmäßig machen. Herzlich willkommen zurück, jetzt ohne diese Singerei. Das ist Death Stranding, ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Wir bergen jetzt Werkzeug aus einem GD-Gebiet für den Handwerker. Ich glaube sogar, dass die Route recht gut gewählt ist, die hier so aufscheint, denn das scheint der flachste Eingang zu sein. War da auch ein leerer Sturz? Es schaut so aus, weil warum sollte sonst hier so ein fetter Krater sein? Nun gut, in einem GD-Gebiet Fracht sammeln, das ist unser Ding. Zu liefernde Fracht und wir bekommen Blutgranaten und Botenstiefel. Was können Botenstiefel? Kann mir das wer sagen? Wir nehmen den Auftrag mal an. Das Werkzeug, das du suchst, sollte in meinem alten Bunker liegen. Er ist markiert. Du solltest den Ort also problemlos finden können. Ich entriegle ihn, wenn du dort eintriffst. Und nimm dir ein paar von den Blutgranaten, die du mitgebracht hast. Wenn dich GDs in die Ecke drängen, solltest du die unbedingt dabei haben, oder? Ich hoffe, so weit kommt es nicht. Ja, wer hofft das schon? So, was wir jetzt machen können, ich kann mir die Blutgranaten mitnehmen. Das machen wir natürlich auch. Wo haben wir denn nichts? Am Anzug können wir was befestigen. Linke Schulter ist noch quasi frei. Und die Botenstiefel. Diese Stiefel trägt ein Bote zu seinem Schutzanzug. Ihre altmodische Verarbeitung macht sie nicht sonderlich strapazierfähig und sie gehen ziemlich schnell kaputt. Sam trug sie während seiner Zeit als freiberuflicher Bote. Aha, und die British-Stiefel, wie sind die? Vielzahlform Bedingungen sind daher haltbarer und strapazierfähiger als ältere Modelle. Dann scheiß mal auf die Botenstiefel, ganz ehrlich. Aufbrechen. Geht schon ab. Ah, lieb. 37 Kilo. Was wollen wir mit 37 Kilo? Das ist nichts. Nichts. Ich glaube, da vorne ist es schon. Das ist der Kessel, den wir da, wo wir da reingehen. Und das ist dann GD-Gebiet sozusagen. Okay. Kann ich mit leben. Hier scheinen wir wohl noch. Oh, da gibt es noch was, was wir dem Ingenieur liefern müssen. Nämlich, keine Ahnung, ein XL-Paket. Das werden wir beim Zurückgehen mitnehmen. Wareneinschränkung aufgehoben. Eine neue E-Mail, okay. Was ist das für ein Geräusch, bitte? Keramik. Dann gibt es Sachen für Lake North City. Notfalltreibstoff. Da regnet es ganz schön heftig. Naja, wenn das eingeht, geht es halt ein. Es hilft dir nichts. Die Keramik können wir wenigstens schon mal mitnehmen. Hm. 45 Kilo. Nichts. Das ist ja lächerlich. Ich liebe mein neues Exoskelett. Das ist so super. Das ist wohl so ein alter Bunker und der ist jetzt GD-Gebiet. Das Einkaufszentrum, sowas. Aha, Handschellen öffnest, bla bla bla. Okay, okay, okay. Ist das da vorne Sandalen-Dings? Spürst du das? Mhm, schaut so aus. Das sind die Ruinen von Middlenut? Okay. Was haben wir denn hier? Also gar nichts. Ich mag die Scannerei. Was ist denn das? Speicherchip? Hin und wieder haben wir ja doch Glück. Hey, hey. Hey, hey. Meine lieben GDs. Verlorene Fracht, Schrottteile. Okay. Wir sammeln so viel ein, wie geht.
und werden so viele Granaten werfen wie möglich. Ah ja, hier sind wir. Hopp, hopp. Ah, da oben. Schau, schau. Neue Bluttransfusion ausgerüstet. Ach, das funktioniert einwandfrei. Ich mag das. Und chirale Kristalle ohne Ende gefühlt. Ich bin halt, es ist trotzdem noch ein bisschen Horror, muss man dazu sagen. Wo ist er? Irgendwo da oben müsste er sein, so wie ich das jetzt sehe. Ah, da vorne. Ha, wo ist er? Ah, jetzt ist er. Da ist er. Ich brauche jetzt eine neue Granate. Da ist trotzdem noch einer. Ah, hier oben. Na. Wo ist er? Er versteckt sich ein wenig. Gefühlt. Ah, hier, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, aber er kommt nicht richtig raus. Der Sack. Kommt er runter? Wo ist er? Kann ich das abbrechen? Probieren wir das mal. Das war's wohl nicht, oder? Nein, das war's nicht. Okay, wow. Das hat sich jetzt nicht richtig angefühlt. Ah, hier. Hallo. Blutgranaten kann man halt immer brauchen. Fuck. Warum habe ich das getan? Ich Idiot. Entschuldige, Bibi. Gut. Ich brauche das Zeug nochmal. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel zerstört. Wir müssen das jetzt mal alles ein bisschen neu sortieren hier. Ich habe tatsächlich Schaden genommen, Änderungen verworfen. Nein, abbrechen, komm. Werden wir hier vom Regen getroffen eigentlich? Gefühlt nein. Das heißt, wir könnten jetzt endlich mal das Reparaturspray wieder einsetzen. So, du richtest es bitte nach hinten und sprühst. Vollständig wiederhergestellt von irgendwas. Cool. Was wir natürlich jetzt weiter brauchen, sind Blutgranaten. Wo ist eigentlich unser Ziel? Das ist da vorne.
Hallo, GDs. Was geht? Hopp. Da müsste irgendwo sein. Wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir natürlich die Kristalle auch gleich mit. Ah, schau, schau. Und hier. Ah, da haben wir nur mehr eine. Eine ist nicht so gut. Wo ist er? War das ausreichend? Da haben wir nichts mehr, da haben wir nichts mehr, da haben wir nichts mehr. Da haben wir noch fünf. Der leidet auch gewaltig, wie es ausschaut. Muss ich dich jetzt auch noch erwischen? Schaut so aus. Annäherung an Ziel, wunderbar. Hä? Geh lieber wieder. Wo ist er? Ah, hier ist er. Da ist er, ich sehe ihn. Hin und wieder hat man ja dann doch Glück. So. Ich dachte mir, wir können schon wieder fliehen. Naja, privater Spind. Wunderbar. So viel Zeug. Wahnsinn, so viel Zeug. Da ist ein Haufen Zeug. Alter. Wir werden uns voll beladen, ich sag's euch, wie es ist. So voll wie nur möglich. Oh, mehr geht da nicht. Interessant. Geht noch was? Kann man was im Anzug befestigen? Ist noch was frei? Wohl eher nicht. So, auf dem Rücken. Wie schaut's damit aus? Das geht alles anscheinend. Nichts mehr frei. Okay, passt. Hey, was ist da los? Sind wir schon wieder am Rückgehen? Oder? Warum habe ich das gemacht? Bringe deine Lieferung zum Handwerker. Perfekt. Das machen wir jetzt. Ich überlege gerade, gehen wir gleich zurück? Wir gehen auf die gleiche Weise zurück, hätte ich mal gesagt.
So richtig schnell kann er eh nicht agieren. Boah, wir haben viel Zeug mit, das ist unglaublich. Ja, der gleiche Weg zurück ist gut, weil diese GDs gibt es ja nicht mehr. Falls das nennt man nie GDs, ich weiß nicht, ob man auch die GDs nennt oder nur die Tentakelmonster, die dabei entstehen. Kommen wir da überhaupt durch mit unserer ganzen Fracht? Kann sein, dass sich's ausgeht. Es kann aber eher auch scheiße sein. Nein, es geht. Ja, wir brauchen auf jeden Fall dann später mal wieder Behälter-Reparaturspray. Sehr gut. Nur nicht zu schnell im unwegsamen Gelände, nicht, dass uns hier etwas passiert. Ich habe so das ganze miese Gefühl, dass wir hier nicht durchkommen werden. Oder doch? Gerade so, deshalb kann man nicht höher stapeln wahrscheinlich. Wir sollten nur schnell aus dem Regen raus. Vorne sehen wir es ja schon, wunderbar. Alle haben Freude, dass wir weg sind von den GDs. Oh ja. Oh ja. Ja, schön langsam drehen, dann gewinnt man auch. Nur nicht zu schnell agieren. So gerade wie möglich gehen und da geht sich das alles aus. Alter, wir sind wie ein richtiger Packesel. Na, wir sind schlimmer als ein Packesel, wir sind eine Ameise. Ja, das mit den 250 Kilo, das hat sich schon gebracht, also dass wir da jetzt das Exoskelett haben. Ziemlich witzig. Wirklich? Du hast ja vorher schon geschlafen. Wir haben ja vorher geschlafen in einer der letzten Episoden. Handwerker. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht gefüllt. Vielen Dank. Die Waffen, ja. Nur sind die auch für jeden blockiert, die Waffen. Man kann nur hoffen. So, hoppa. Na, schön bleiben. Jetzt nicht ab, jetzt nicht nachlassen zum Schluss. Yes! Liefern. Angeforderte Fracht liefern. Und geht schon ab. Fracht wird geliefert. Das bedeutet mir wirklich die Welt. In diesen alten Werkzeugen stecken Erinnerungen, die man nicht mit einem Chiralendrucker ersetzen kann. Ich habe diesen Auftrag für unausführbar gehalten. Ah, yeah, jetzt verstehen wir uns.
Warte, bis du die Waffen siehst, die ich damit herstelle. Sam Bridges, du bist unglaublich. Vielen Dank. So ein Schweinehund, der wollte uns also in den Tod schicken, der Sack. Also so quasi. Awesome! Jetzt müssen wir mindestens einen Stern haben, oder? Zwei sogar. Fast drei Sterne. Ja, so mögen uns die Leute natürlich. Schauen wir mal, was wir dafür bekommen. Ein bisschen Verschiedenes. Also ein bisschen Verschiedenes. Nicht viel, aber immerhin. Weißt du, Fragile und ihre Leute sind mir nie krumm gekommen. Eigentlich schulde ich ihnen sogar was. Aber sie paktieren jetzt mit Hicks. Damit sind sie doch genauso schlimm wie er, oder? Es wirkt, als würden sich alle verdammten Terroristen zusammentun. Wie eine große, glückliche Familie. Wird womöglich Zeit, dass wir dasselbe tun. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Zumindest, wenn die UCA mehr Leute wie dich haben. Gemeinsam sind wir stark, oder? Und ein neues Amerika kommt. Verbinde mich mit dem Chiralen-Netzwerk. Das sind viele Quadranten. Das sind echt viele Quadranten, die wir da noch aufsuchen können. Ich freue mich richtig. Coole Sache. Weiter geht's. Der nächste Strang ist geknüpft. Welche Freude. Handwerker ist beigetreten. Handwerker. Polar Gun. Gun. Ich will nur sagen, Gun. Genau das, was wir brauchen. Neue Interviewdaten als Fragile Express Kurier. Getarnte Touristen. Terroristen. Geil. Ich liebe es. Ja, genau. Wunderbar. Danke. Da ihr mir jetzt den Rücken stärkt, will ich euch ebenfalls unterstützen. Solange meine Verbindung steht, versorge ich dich mit meinen besten Werkzeugen. Und gemeinsam überleben wir vielleicht etwas länger. Ah, übrigens. Ich habe diese Schönheit hier gebaut. Das ist eine Bola-Gun. Sie kann einem eine Weile Ärger vom Leib halten. Ist natürlich nicht tödlich. Es könnten zwar ein paar Narben bleiben, aber selber schuld. Nimm sie, wenn du sie gebrauchen kannst. Eine Bola-Gun, hm? Die könnte nützlich sein. Aktuell kannst du damit Menschen auf Abstand halten, ohne sie zu töten. Nimmst du statt der Drähte mit deinem Blut gesponnene Packseile, dann funktioniert sie vielleicht bei GDs. Los, teste sie mal. Geil! Ja, ich muss die testen. Wir müssen jetzt in GD, in zumindest Mule-Gebiet und die mal da packen. Cool! LT, halte zum Schießen R gedrückt. Also diese Mechanik funktioniert gleich. Je länger du R gedrückt hältst, desto weiter fliegt er dran. Horizontal, nicht tödliche Antipersonenwaffe. Cool-o. Tja, nur wo tragen wir das Teil jetzt? Auf dem Rücken. Wieso auch nicht? Automatisch anordnen, bitte, ja. Ich bitte darum. So, und was wir jetzt machen können, ist mal... Ach so. Und bestätigen. Du hast deinen Teil getan. Jetzt bin ich an der Reihe. Wunderbar. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Geil! Ich freue mich. Ah, super, da haben andere Boten für Straßenbaugerät schon was beigesteuert. Das ist nice. So, Terminal aktivieren. Wir werden jetzt natürlich Dinge recyceln, die wir nicht mehr brauchen. Also die wir schon verbraucht haben. Sagen wir mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Passt. Das machen wir. Dann sollten wir hier ein bisschen weniger Klumpen jetzt haben. Ja, bitte.
So, der Handwerker war doch leicht zu überzeugen. Einfach ein Zusatzauftrag und Dankeschön. Das passt ja auch. Hey, bitte. So, zu liefernde Fracht anvertrauen. Wohin gehört das? Zum Ingenieur? Zum Ingenieur. Na, das nehmen wir schon selber. Das kriegen wir selber hin, oder? Wir gehen jetzt sowieso zurück zum Ingenieur, oder nicht? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was für einen Auftrag wir hier annehmen. Standardaufträge. Hey, zum Ingenieur. Perfekt. Proben von Nahrungsrationen. Wir nehmen gleich beides an, hätte ich mal gesagt. Ja, nehmen wir beides an. Komm. Irgendwas Besonderes. Menge 1 oder mehr. Weniger als 50% Schaden. Zu liefernde Fracht. Werkzeug, Werkzeug. 2x2 Kilo. Und das nächste ist Proben von Nahrungsrationen. Nur Proben? Weniger als 50% Schaden. Lebensmittel. Imitate. Okay. Passt. Nehmen wir beides an. Bouldergun haben wir schon. Brauchen wir jetzt nicht machen extra. Ja, eine Leiter wäre halt nicht schlecht, gell? Dass wir zumindest eine haben, wie immer. Ein Behälter Reparaturspray. Machen wir auch. Blutbeutel haben wir 2 in Reserve. Ja, das sollten wir vielleicht auch noch eventuell 2 machen. British Stiefel haben wir, Kraftskelett haben wir, Waffen, Bouldergun, Blutgranaten. Oh, Blutgranaten haben wir nicht so viele. Was braucht denn das alles? Ja, insgesamt, dass wir 3 haben, passt. Ist ziemlich viel, was wir diesmal fertigen müssen. Ich glaube, das geht sich alles aus, oder? Ja, geht sich alles aus. Super. So. Wo haben wir am Anzug noch Platz? Nein, natürlich nicht. Wir haben auch am Werkzeug keinen Platz. Also natürlich auf dem Rücken, auf dem Rücken, auf dem Rücken. Mach mal auf dem Rücken. Shooty. Haben wir wirklich so viel Zeug mit jetzt schon, dass sich das alles nicht mehr ausgeht? Verdammt. Können wir... Wir können nicht, gell? In der Hand tragen, in der Hand tragen. In Vorratstasche verstauen. Jawohl. Wir haben fast... Wieso haben wir so viel mit? Das gibt's hier nicht. In der Hand tragen. Komm. In der linken Hand. Passt. Abladen. Fuck, was habe ich hier alles? Blutgranaten. Damn it. Wir müssen das alles mal optimiert. Metalle, verlorene Fracht. Bouldergun. Ja, was machen wir mit der Bouldergun? Können wir die nicht anders? Können wir die nicht irgendwie... An den Werkzeughalter hängen wir die. Perfekt. Lebensmittelimitate. Ich weiß nicht, was ich jetzt abgestellt habe alles. Schauen wir mal. 2 Blutgranaten nicht mitgeführt. Passt. Wurscht. Bestätigen. Aufbrechen. Ist zack, gell? Uiuiui. Ui. Vielen Dank für deinen Beitrag. Oh. Behälter-Reparaturspray. Das nimmst du mal in die linke Hand. An die rechte. Blutgranate. Und Blutgranate und Blutgranate. Ach, passt schon, komm. Geht schon ab. Gut gemacht, Sam. Jetzt gehören schon 2 Prepper-Wegposten zum chiralen Netzwerk. Und bevor wir uns das fertig anhören, der Cut.